Übermorgen Wahlen in Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz. Ich, Idiot, dachte, das wären einfach nur popelige Landtagswahlen. Aber alle anderen sagen, das sind Schicksalswahlen für Merkel. In Teilen der Union gilt die Frau ja schon als Dreiländerschreck. Ja, da herrscht nackte Panik. Warum sind unsere Umfragen so im Keller? Wir haben noch nichts gemacht. Nur die Kanzlerin, das alte Wahlkampfschlachtross, die lässt sich nicht kirre machen. Lesen Sie nicht so viel Meinungsumfragen, sondern reden Sie mit den Leuten oder mit sich selbst. Ist auch schön. Ist auch schön, ne? Klar. Ne? Ein gutes Selbstgespräch. Ja, na klar. Gutes Selbstgespräch ist oft viel besser als mit anderen reden. Ne? Die kommen dann mit ihrer Meinung und da. Ich fürchte, bei Frau Merkel ist so langsam der Akku alle. Ich habe das beobachtet, sie fährt nur noch auf der Felge im Wahlkampf-Endspurt. Hier, selten gesehen, wie jemand so elegant ein Gähnen unterdrückt. Achten Sie mal drauf. Super. Und dann ganz subtile Körpersprache. Hier. Oh, wie spät ist es? Viertel vor halt die Fresse. Ne? Immerhin 20% der Deutschen wählen übermorgen. Es ist eine Abstimmung über Merkel, über die Flüchtlingskrise, über Landespolitik. Nee, warte mal, Landespolitik interessiert keine Sau. Es geht um alles. Am Sonntag, den 13., trommelt Mutti zum letzten Gefecht. Verschwindet das Deutschland, das wir kennen. Denn am Sonntag wird gewählt. Bis einer heult. In Sachsen-Anhalt und zwei richtigen Bundesländern. Dreyer, Klöckner, Kretschmann, Wolf, Haseloff. Um Gottes Willen, wer ist das denn? Egal. Am Supersonntag bleibt kein Stein mehr auf dem anderen. Jetzt aber schnell zur Urne, Deutschland. Der Super-Mega-Blockbuster-Sonntag. Nur im ZDF. Behaupte ich einfach mal. Der Super-Mega-Blockbuster-Sonntag. Ja. Und damit sind wir auch schon beim großen Rätsel unserer Tage. Warum nur lässt die Bindekraft von CDU und SPD so nach? Warum nur? Ich würde mal sagen, das haben die sich erarbeitet. Intransparente TTIP-Verhandlungen, 2 Millionen arme Kinder, trotz Aufschwung, um Wähler zu vergraulen, sind die gar nicht auf Flüchtlinge angewiesen. Quatsch, sagen die Parteien. Alles, was heutzutage zählt, ist eh nur der Kandidat. Ja, warum startet denn Opa Kretschmann so durch in Baden-Württemberg? Weil er es drauf hat. Weil er rockt. Das sprüht einen direkt an, ja. Und man hat ja gerade eben noch mal gesehen, dass man da in wenigen Minuten balletös wird fast, ja. Ja, fast. Man sagt ja, jedes Mal, wenn Winfried Kretschmann tanzt, stirbt irgendwo ein Schwan. Ja, der Winfried Kretschmann, der hat halt dieses Landesväterliche, das du bei den spießigen Schwaben einfach brauchst. Wenn du Erfolg haben willst, natürlich. Ne? Der betet als Grüner jede Nacht für Merkel. Und sein großer Konkurrent von der CDU, Entschuldigung, sein kleiner Konkurrent von der CDU, heißt Guido Wolf. Wir haben die beiden Herren mal getrennt voneinander befragt, und zwar zu einem wirklich wichtigen Thema. Wie nennt Sie Ihre Frau? Winfried. Wie nennt Sie Ihre Frau? Barbara. Ich sag mal, das ist ungewöhnlich, aber bitte. Ne? Hier wie in dem alten Heino-Hit, ne? Der schwarze Barbara, kennen Sie doch. Ne? Ja, Guidos Problem ist, Sie sehen es ja, er ist einfach Guido. Ne? Also, netter Kerl, aber deutlich zu viel Guido. Ich fahre jetzt nachher nach Hause und entspanne mich noch in einer Art und Weise, über die ich jetzt hier aber nicht sprechen möchte. Und dafür sind wir dir von Herzen dankbar, lieber Guido. Ne? Noch viel bitterer könnte es in Baden-Württemberg allerdings Sonntag für die SPD werden. Wenn es blöd läuft, erlebt Sigmar Gabriels Partei da ein regelrechtes Wahlingrad, meine Damen und Herren. Ja. Ja. Und jetzt die Frage, liegt das an seinem Schlingerkurs in der Flüchtlingsfrage
oder doch schon wieder am Spitzenkandidaten? Hier, Nils Schmid beim Klinkenputzen. Ja, bitte. Guten Tag, hier ist Nils Schmid von der SPD. Können wir kurz zu Ihnen raufschauen? Nee, danke. Schade, schade. Ja, das war übrigens seine Mutter da an der Gegensprechanlage. Einziger Hoffnungsschimmer für die Sozen in Rheinland-Pfalz holt Malu Dreyer auf. Ne, im Duell mit ihrer superpatenten Herausforderin Julia Klöckner von der CDU in der Battle of the Hosenanzüge. Und nach neuesten Umfragen wird das arschknapp in Rheinland-Pfalz. Aber machen Sie sich bitte keine Sorgen um die Frau Klöckner. Sollte es nicht klappen, hat sie schon einen tollen neuen Job in Aussicht, und zwar als Moderatorin bei Sat.1. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe des Sat.1 Regionalmagazins für Hessen und Rheinland-Pfalz. Unser erstes Thema: Glas ist durchsichtig. Das war mit Abstand das Substanziellste, was ich je von der Frau gehört habe, meine Damen und Herren. Julia Klöckner! Hauchknappes Duell mit Malu Dreyer. Also insgesamt kann man sagen, nervenzerfetzende Hochspannung also vor diesem super Sonntag. Und unser Heute-Show-Wahlstudio läuft natürlich längst auf Hochtouren. Der Kollege Albrecht Humboldt von der Forschungsgruppe Wahlen macht da für uns durch bis Sonntagnacht. Albrecht, wie spannend wird's denn? Herr Welke, ganz ehrlich, ich bin ein bisschen durch. Ja, bei diesen Wahlen, da kann ja alles passieren. Gut, früher haben wir zwar gewählt, aber da wussten wir ja immer schon vorher, was dabei rauskommt. Aber jetzt diese Ungewissheit, das ist nicht das, was ich unter Demokratie verstehe. Entschuldigung, ich muss jetzt erstmal ein bisschen runterkommen. Albrecht, es ist doch schön, wenn mal ein bisschen Leben in die verschneite Parteienbude kommt. Schön? Das ist pure Anarchie. Ich habe so einen Horror vor der ersten Hochrechnung um 6. Ich habe mir schon bei Amazon so ein Defili die Dingsbums hier geholt. Funktioniert sehr gut. Ja. So, Herr Welke, an diesem Wochenende stirbt unsere alte Bundesrepublik. Ja, wir brauchen ja neuerdings 3 Parteien für eine Regierung. Also, wie tief sind wir eigentlich gesunken? Wir sind ja wie Italiener! Ich möchte ausspucken vor uns! Oliver, wissen Sie, was da für kranke Koalitionen auf uns zurauschen? Ja, jetzt gucken Sie sich doch mal diese bunte Hippie-Scheiße hier an! Die Deutschland-Koalition, schwarz-rot-gelb, Jamaika, schwarz-grün-gelb, Ampel, rot-gelb-grün, Afghanistan, schwarz-grün-rot. Ja, warum nicht Takatukaland, lila-beige-mof? Die haben sie doch wohl nicht alle. Ich finde, Sie nehmen die neue Vielfalt ein bisschen zu persönlich. Ach ja? Wie soll man denn da noch durchblicken als Moderator? Und da bin ich kein Einzelfall. Blicken Sie noch durch? Wer will Menschen per Gesetz dazu verpflichten, sich zu integrieren? Und wer sagt was zu Sprachkursen und Abschiebungen? Oh, das habe ich jetzt falsch gehört. Gehört hier rein. Es ist verwirrend. Ja, das ist total verwirrend, weil man muss die Blauen zu den Blauen und die Roten zu den Roten. Wie soll man sich denn 6 verschiedene Farben merken? Ich habe in Bremen mein Abi gemacht. Die hatten nur Zahlen bis 5. Ja, Albrecht. Albrecht. Mein Vorschlag, legen Sie sich doch für Sonntag einfach noch mal ein bisschen hin. Ich denke ja überhaupt nicht dran. Schlaf wird ja total überbewertet. So, ich lege mir jetzt erstmal eine schöne Red Bull-Infusion. Oder ich probiere mal dieses Crystal Meth. Ja, da habe ich in letzter Zeit nur Gutes gehört. Viel Spaß, Albrecht Humboldt, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Ins Heute-Show-Wahlstudio. Er ist zu lange wach. So, Freunde. Und ich würde vorschlagen, jetzt holen wir uns noch mal einen Last-Minute-Stimmungsbericht aus Baden-Württemberg. Und wenn ich Ihnen sage, da geht's total ab,
an der Wahlkampffront, dann hätte ich gelogen. Lutz van der Horst. In Baden-Württemberg liegen die Grünen in Umfragen erstmals vor der CDU. Da ist die Stimmung bei den Grünen natürlich prächtig. Da wird gelacht, da wird getanzt. Schade, dass ich heute bei der CDU bin. Erst haben Sie wegen Fukushima verloren, jetzt wegen der Flüchtlingskrise. Sie haben ja schon ganz schön, ich formuliere es mal dezent, Scheiße am Fuß, ne? Ja, ja, das können Sie, das kann man so sagen. Ja. Und, diese Scheiße kann man sehr schwer nur wegräumen. Ja. Sehr schwer. Wie werden Sie in Zukunft verhindern, dass die Menschen scharenweise flüchten? Also scharenweise flüchten die ja nicht, sondern es sind viele unterwegs, ja, das stimmt. Aber ich meine scharenweise aus der CDU flüchten. Die Presse muss es ja auch nicht immer so negativ darstellen. Ne? Man kann auf jeden Fall sagen, die CDU schafft es über die 5%-Hürde. Locker. Locker? Locker. Über die wie viel? Über die 5%-Hürde. Bitte, die CDU. Glauben Sie nicht? 5% an. Glauben Sie nicht dran? Nee, am Leben nicht. 5% in CDU. Also wir haben Sie glauben noch drunter, unter 5%. Nee, Wahnsinn. Diese Dame glaubt, die CDU schafft weniger als 5%. Nein, auf keinen Fall. Aber wir wissen beide, es ist vorbei. Es ist nein, es ist nicht vorbei. Der Wolf hat's versemmelt. Das würde ich nicht sagen. Das würde ich schon sagen. Der hat es nicht versammelt, auf keinen Fall. Er hat es auf jeden Fall versammelt. Die Wähler werden am Sonntag sich kurzfristig entscheiden, was sie wählen wollen. Und jetzt muss man nur hoffen, dass sie. Aber nicht die CDU halt. Doch. Nee. Sollten die Menschen AfD wählen oder die christlich-konservativen? Also ich glaube eher die christlich-konservativen. Also die Grünen? Wie konnte sich die CDU in ihrer Kernkompetenz von den Grünen überholen lassen? Also im Bereich Spießigkeit. Spießigkeit? Ja. CDU und spießig? Ja. Nee, kann ich nicht sagen, dass die CDU spießig ist. Wie würden Sie sie eher beschreiben? Wild, Rock'n'Roll, Punk geht nach vorne? Ja, absolut. Die CDU? Ja. Und warum sind Sie heute hier? Sind Sie optimistisch? Ich hoffe, ich meine im Grunde, alle, die heute da sind, wählen sowieso CDU. Ja. Im Grunde ist das rausgeschmissenes Geld. Ja, das ist Quatsch, ne? Oder? Ja, aber es ist immer nett, wenn man sich trifft. Ja. Ja, ich muss sagen, ich habe ein gutes Gefühl und ich glaube auch an den Spitzenkandidaten. Guido Wulff. Guido Wulff. Gildo Wulff. Guido Wulff. Gabi Wuff. Guido Wulff. Na, ist auch egal. Tschüss. Lutz van der Horst, meine Damen und Herren. Ja, Kretschmann gegen Wolf, aber scheinbar gibt es ja vor diesem Sonntag sowieso nur noch eine Frage, die alle interessiert. Wie viel holt die AfD, die Alternative für Deutschland? Vielleicht so viel, dass die ab Montag gar nicht mehr AfD heißen, sondern AfD, wenn es blöd läuft. Ne? Ein Theater, wirklich. Leute, als ob das Vierte Reich vor der Tür steht. Ich sag mal, entspannt euch mal alle. Das sagt der Richtige. Ne? Natürlich ist das nach wie vor keine normale Partei. Keine ganz normale Partei, das merkst du schon bei der Begrüßung. Liebe Gäste. Ich grüße Sie. Liebe oberschwäbischen Landsleute. Grüß Gott. Liebe Genossen und Genossen. Freundinnen und Freunde. Bürger von Sachsen-Anhalt. Deutsche. Ja. Falls Sie es nicht gemerkt haben, der Letzte war der von der AfD. Klar, man hört die extreme Rechte in Deutschland, betrachtet die AfD inzwischen als sowas wie ihren politischen Arm. Es gibt offene Liebeserklärungen von Pegida und NPD Richtung AfD. Trotzdem sage ich Ihnen ganz ehrlich, ich habe mir fest vorgenommen, die nicht mehr so zu dämonisieren. Beispiel, dieser AfD-Wahltriumph gerade in Hessen, letztes Wochenende. Ne? Da hätten wir als Heute-Show früher sowas hier gesendet. Der erfolgreichen kommunalen Machtergreifung in Hessen eilen unsere Mannen von Sieg zu Sieg und schaffen der Partei in Sachsen-Anhalt neuen Lebensraum im Osten. Und wenn unsere Bolschewikenkanzlerin gedemütigt am Boden liegt, dann rufen wir ihr zu: Machen Sie den Weg frei für Neuwahlen! Ja, sende ich nicht mehr sowas. Ist mir zu blöd. Ne? Man schätzt, über 10% der Deutschen haben ein relativ geschlossenes rechtes Weltbild. Die erreichst du eh nicht mehr. Aber natürlich gibt es auch ja, klassische Protestwähler. Es gibt auch AfD-Leute. Die sind viel, viel weltoffener, als man so denkt.
Wenn ich heute zum Beispiel in ein Lokal gehen kann, wo ein Inder bedient, ich habe auch im Ort einen Inder, dort holen wir unsere Pizza. Na ja, logisch. Ne? Und wenn ich Bock auf Sushi habe, dann gehe ich zum Spanier, das ist doch normal. Ne? Pizza vom Inder ist die beste. Man muss jetzt aber auch mal ohne Spaß neidlos anerkennen, was die gut können, ne, die AfD-Leute. Zum Beispiel Wut und Angst, die in der Bevölkerung vorhanden sind, abschöpfen, ernten und in Stimmen verwandeln. Ja, natürlich, es ist selbstverständlich auch nicht alles in Ordnung bei uns in Deutschland. Vor 10 Jahren konnte ich nachts als Frau allein von der Disco nach Hause gehen. Ja, ich auch, ne? Es war so schön damals als Frau. Ja, das spricht ja schon einen wichtigen Punkt an, der Bernd Höcke. Absolut. Und Freunde, es bringt ja nichts, jetzt mal ehrlich, es bringt wirklich nichts. Alles, was ich heute hier sage, treibt den AfD-Balken nur weiter nach oben. Macht sie noch sexier als Protestpartei. Wie gesagt, ich sag's nochmal, wir müssen uns einfach alle mal entspannen. Wissen Sie was? Ich gieße mir jetzt zum Beispiel mal ein gutes Glas Rotwein ein. Ja, wir hören ein bisschen Fahrstuhlmusik, um wieder runterzukommen. Und dann wende ich mich ein allerletztes Mal direkt an die noch unentschlossenen AfD-Sympathisanten, die man vielleicht noch erreichen kann. Wo ist meine AfD-Kamera? Ah, hier vorne. Hallo, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich weiß, ihr seid wütend wegen der Flüchtlinge und wegen der Gesamtsituation. Wegen der Gesamtsituation. Und ich weiß, alles, was ich euch sage, ist eh Wumpe, denn ich bin ja das verlogene Arschloch von den Staatsmedien. Das dumme Arschloch von den Staatsmedien. Dumm habe ich gar nicht gesagt. Laut Umfragen trauen selbst die meisten von euch AfD-Anhängern der Partei in keinem einzigen Themenbereich Kompetenz zu. Außer in der Flüchtlingskrise. Das heißt, selbst ihr wollt gar nicht, dass die Pfeifen ernsthaft was zu sagen haben. Ihr wollt mit eurer Stimme einfach nur schocken. Sie wollen nur schocken, schocken, ja, schocken. Ja, und das verstehe ich. Ich verstehe das. Aber hey, es gibt doch noch so viele andere coole Protestparteien, mit denen man seine Eltern erschrecken kann. Jetzt dreh ich völlig durch. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir in dieser Sendung Applaus für die FDP bekommen. Meine Damen und Herren. Ja. Noch was, vielleicht überzeugt euch das, liebe AfD-Sympathisanten. In Sachsen, wo die AfD schon im Landtag sitzt, ist die AfD-Fraktion nachweislich die faulste von allen. Wir haben das recherchiert. Selbst die Grünen reichen doppelt so viele Anträge ein. Die faulen Schweine. Ja, Kameraden, vielleicht habe ich was falsch verstanden, aber Faulheit ist doch undeutsch. Okay, hier kommt mein allerletzter Versuch. Wenn die AfD am Sonntag in einem Bundesland unter 9% bleibt, dann moderiere ich einen Teil der nächsten Heute-Show oben ohne. Ja! Ach du Scheiße! Bitte nicht! Ich ziehe die Sexkarte! Unser Kapellmeister René Pütz, meine Damen und Herren! Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein und erfahren Sie meine Körbchengröße, meine Damen und Herren. Gut, im Grunde kann die AfD sich ja freuen, denn Willkommenskultur war gestern. Die Balkanroute ist nun endgültig dicht, so beschlossen beim letzten EU-Gipfel und, wohlgemerkt, gebilligt und unterschrieben von Deutschland. Ja, das geht schnell mal unter. Ne? Frau Merkel hier lässt andere die Drecksarbeit als Türsteher machen, möchte aber weiter moralisch auf dem hohen Ross sitzen. Während im griechischen Idomeni die Kinder im Abwasser spielen. Der Plan, für die, die es noch nicht verstanden haben, die Türken nehmen erstmal alle Flüchtlinge aus Griechenland zurück und dafür werden dann Syrer aus der Türkei nach Europa gebracht. Toll. Wer macht denn da alles mit, nun mal Interesse halber? Hier, Ungarn. Wie viel würdet ihr denn insgesamt nehmen? Es darf nicht zu einer Vereinbarung kommen, die Ungarn dazu verpflichtet, Migranten aus der Türkei aufzunehmen. Da wäre für uns die Zahl 1 schon zu viel. Ach so,
Die Zahl 1 ist euch zu viel, verstehe. Dann möchte ich kurz hinzufügen, jeder Euro, der von meinem Steuergeld ab jetzt nach Ungarn geht, ist ein Euro zu viel, wenn nicht zwei. Ach komm, vergiss die Ungarn. Vergiss Europa. Löst sich eh gerade auf. Ne? Ja, ey, wir brauchen die Ungarn gar nicht, denn Frau Merkel hat jetzt einen neuen Freund. Ja, und zwar den türkischen Präsidenten Erdogan. Ihn hier, die sind jetzt quasi sehr... Ne? Ja, der Erdogan... Der Herr Erdogan, der hat jetzt hier bei uns das Sagen. Und um das auch dem Letzten unmissverständlich klarzumachen, hat er genau einen Tag vor dem entscheidenden EU-Gipfel eine regierungskritische Zeitung in der Türkei platt gemacht. Und er hat einer Gruppe demonstrierender Frauen zum Weltfrauentag was richtig Romantisches geschenkt, nämlich Gummigeschosse. Ja, ist doch mal was anderes als Blumen, muss man sagen. Sind die Türken jetzt also die ersehnte Lösung in der Flüchtlingskrise oder ist das etwa doch nur ein Märchen? Ulrich von Hesen. Onkel Ulrich liest Märchen aus Tausend und einer Nacht. Hallo, liebe Kinder. Heute lese ich das Märchen Sultan Erdogan hat den längsten. Ah, nee, das kommt erst morgen. Heute lesen wir Sultan Erdogan rettet Europa. Auch schön. Es war einmal eine einsame Königin, die hieß Angela. Und die hatte ganz schlimm Flüchtlinge. Immer mehr kamen, bis die arme Angela in ihrer Not ausrief, verdammte Axt, ich gehe zum Türken. Soll ich irgendwem was mitbringen? So kroch sie als Bittstellerin zum mächtigen Sultan Erdogan. Der hatte einen Möbelgeschmack, das ist der Saugraus, und lebte in einem Kitschpalast, der so riesig war, dass der Sultan allein für den Weg von der goldenen Kegelbahn zum Gästescheißhaus 3 Wochen brauchte. Bitte, bitte hilf mir, großer Erdogan, wimmerte Angela. Warte mal, entgegnete der Sultan. Bist du nicht die Zonenelse, die mich seit Jahren mit EU-Beitrittsverhandlungen verarscht? Dann kostet die Sache mit den Flüchtlingen ab sofort nicht mehr 3, sondern 6 Milliarden. Und wenn du weiter so doof guckst, ja, dann sind's schon 9. Auszahlbar in tiefer gelegten Dreier-BMWs. Und ich will eine deutsche Hausfrau, die mir jeden Tag meine Lieblingsspeise kocht. Mir gefallen Kichererbsenpüree, mir gefallen Börek. Ich kann gute Börek machen. Nee! Nee! Nein, die nicht! Die nicht, schrie der Sultan und wurde so wütend, dass er erst mal 3 Journalisten auspeitschen musste, um sich zu beruhigen. Aber die Pressefreiheit, mein Gebieter, murmelte Angela in ihrem Schleier. Halt die Fresse, konterte der Sultan souverän. Wenn dir meine Presse nicht frei genug ist, dann reib ich an meiner Wunderlampe und ratzfatz hast ein paar Millionen Syrer vor der Butze stehen. Nee, lass mal, das ist schon in Ordnung, wie du das hier machst, säuselte die Königin und kraulte ihm versöhnlich den Schnurrbart. Und so hatten sie also einen wunderbaren, schmutzigen Deal. Erdogan macht aus seinem Land einen großen Flüchtlingskäfig und dafür guckt Europa weg, wenn der eine oder andere Kurde mal einen Unfall hat. Sogleich überbrachte der Sultan seinem Volk die frohe Kunde. Wo kann man einen Mini-Durchstehen? Wo kommt die Lebensjahr? Gut gesprochen. Und Königin Angela beschloss, ab jetzt all ihre Probleme nur noch bei den Türken abzuladen. Nehmt ihr auch unseren Atommüll? Klar, 3 Milliarden. Nehmt ihr auch Horst Seehofer? 10 Milliarden. Am Ende hatte Deutschland sich so abhängig gemacht, dass es ins Osmanische Reich aufgenommen wurde. Königin Angela wurde des Sultans Sultanine und musste für ihn tanzen bis ans Ende ihrer Tage. Das hatte sie echt verdient. Tschüss, Kinder.
von Hessen, meine Damen und Herren. Und Märchen aus Tausend und einer Nacht. So, Sie wissen das sicherlich. Letzten Dienstag war Weltfrauentag und an diesem 8. März sind wir bekanntlich alle Feministen. Alle. Ne? Danach ist dann wieder durchgehend Weltmännerjahr. Und auch in Deutschland wurde der Frauentag natürlich wie immer gebührend gefeiert. Frauentag feiern in Magdeburg, das sah heute vor der Staatskanzlei so aus. Vor dem Gebäude wurde eine überdimensionale Penisattrappe aufgestellt. Was mich zu der Frage führt, warum? Egal. Einmal im Jahr, nicht öfter. Genau an diesem 8. März fragen wir uns interessehalber, wie viel verdienen Frauen in Deutschland eigentlich so und stellen jedes Mal bestürzt fest, immer noch deutlich weniger als Männer und das für die exakt gleiche Arbeit. 7% Lohndifferenz, daran hat sich im Kern übrigens in den letzten 20 Jahren fast nichts geändert. Ungerecht auf den ersten Blick, ja, aber dafür zahlen Frauen auch für viele Produkte, für viele identische Produkte, deutlich mehr Geld als Männer. Das gleicht sich aus. Bei den Isana Einwegrasierern von Rossmann kosten die blauen pro Stück 15 Cent und die lilanen 20 Cent. Ich zahle also 33,3% mehr. Und für das 007 Deo musste ich sogar 66,5% mehr zahlen. Ja, weil du blöd bist. Ja, das dürft euch nicht gefallen lassen, Mädels. Das gleiche Produkt 66% teurer. Wenn Sie das Ihrer Tochter erklären wollen, empfehle ich dieses Kinderbuch. Conny muss mehr bezahlen. Ne? Ja. Auf das Parfum mal zurückkommen. Wieso ist das Stinkewasser für Frauen so viel teurer? Die Zutaten sind absolut identisch, bis auf eine. Beim weiblichen ist etwas Zimtaroma drin. Ja. Sie können natürlich auch aus dem Gewürzregal Zimt nehmen, hier reinmischen, dann haben Sie den gleichen Effekt. Ach so. Ah, verstehe. Zimt, das Gold des Gewürzregals. Sehr schön. Dann ist das natürlich okay mit dem Preis. 66% mehr. Wirklich unglaublich, wie die Industrie in Deutschland Frauen bescheißt. Hier, DM zum Beispiel. Wussten Sie, wofür die Abkürzung steht? Doofe Mädels, natürlich. Ja, ist es wirklich so leicht, mit Frauenprodukten reich zu werden, ohne Aufwand? Wenn das so ist, jetzt nicht im Heute-Show-Online-Shop. Neben unserem klassischen Männer-Pissoir-Modell Horst gibt es jetzt neuerdings auch das Frauen-Pissoir Melanie. In trendigem Rosa. Für nur 999 Euro. Und für gerade mal 50 Euro das Stück erhalten Sie zusätzlich diese hochwertigen Klosteine. In der Geschmacksrichtung Zimt. Mmh, Zimt. Es geht immer teurer.de. Für Frauen jedenfalls. Ne? Wahnsinn. Wahnsinn. Bei ganz vielen Produkten. Ne? Also, aber gut, Weltfrauentag, jetzt sehen wir auch mal das Positive. Wir wollen ja nicht nur meckern. Seit dem 1. Januar dieses Jahres haben wir ja in Deutschland endlich die Frauenquote für Aufsichtsräte. Ja, ein Gesetz, das das Leben von bis zu 7 Frauen dramatisch verbessert hat. Ne? Und für die Quote im Vorstand und in den leitenden Führungspositionen dürfen die Unternehmen sich selber eine Zielvorgabe setzen. Das ist kein Spaß. Wir schalten mal zu Caroline Kebekus live in die Vorstandssitzung eines der größten deutschen Konzerne. Caroline, was haben die sich denn da für eine Zielvorgabe gesetzt? Ja, Oliver, diese Firma hat sich für 2016 ein sehr ehrgeiziges Ziel gesetzt, nämlich einen Frauenanteil von 0. Kein Witz, man darf sich laut Gesetz auch das Ziel 0 Frauen setzen. Und ich sag mal so, dieser Konzern hier hat ja in jüngster Zeit bewiesen, dass man auch mit wenig Frauen große Erfolge feiern kann. Die Firma Volkswagen. Und bei denen läuft's doch super. Warum sollten die denn bitte was ändern? Also nach meinen Informationen hat VW eine Frau im Vorstand. Ach Gott, ja na und? Dann gibt man der als Dienstwagen einfach einen Diesel und dann erledigt der Feinstaub den Rest. Aber nein, mal im Ernst, VW ist ja kein Einzelfall. Auch andere große Firmen wie E.ON oder Fresenius haben sich die Zielvorgabe 0 gesetzt, weil sie gesagt haben, das können wir schaffen. Und bei mir ist jetzt der Herr Dr. Löb im VW-Vorstand zuständig für Nutzfahrzeuge und dreiste Betrugssoftware. Herr Dr. Löb, was genau haben Sie denn gegen Frauen? Gar nichts. Ich kenne sogar privat welche. Oh. Und wir bei Volkswagen sind ja auch echt stolz darauf, immer mehr Führungspositionen mit Frauen zu besetzen. Ich habe gerade eben erst eine wunderbare Kollegin zum neuen Head of Cleaning Department ernannt.
Also eine Putzfrau. Richtig. Schauen Sie, es ist ja so. Im Vorstand, das sind gewachsene Strukturen. Ja, man kennt sich, da herrscht eine lockere Atmosphäre. Wir haben heute zum Beispiel unseren Casual Friday. Ja, das war mir aufgefallen. Ja, Frauen kriegen das gerne in den falschen Hals. Man braucht eine gewisse Ungezwungenheit, um überhaupt so konzentriert arbeiten zu können, wie wir das machen. Die Kollegen, die stehen ja unter einem enormen Druck. Ja, das kann ich mir vorstellen. Oliver, das neue Quotengesetz sagt, frei werdende Posten müssen so lange mit Frauen besetzt werden, bis man auf 30% Frauenanteil kommt. Ansonsten muss der Stuhl leer bleiben. Aber auch dafür hat VW jetzt eine clevere Lösung gefunden. Verstorbene Aufsichtsratmitglieder bleiben einfach sitzen. Klar, an den Geruch muss man sich gewöhnen, aber der Konzern sagt, selbst ein toter Mann trifft bessere Entscheidungen als eine lebende Frau. Das klingt schlüssig. Caroline Kebekus, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Der Weltfrauentag und zur Situation der deutschen Frau im Jahr 2016 spricht nun ein alter Mann. Dietmar Wischmeier. Wischmeiers Logbuch der Bekloppten und Bescheuerten. Mädchenedition. Liebe Frauen, ihr habt's einfach drauf. Unter allen 6 bisher entdeckten Geschlechtern des Homo sapiens seid ihr mit Abstand das Tollste. Frauen. Immer weit vorne, schon bei der Geburt. Während ihr mit einem Lächeln sanft zur Welt gleitet, verkantet sich der Junge mit seiner Bollerrübe im Geburtskanal. Wir sind solche Trottel. 24% höher ist unser Sterberisiko, schon als Säugling. Also noch ganz ohne Rauchen, Saufen und Curry King. Schwaches Geschlecht am Arsch, die Räuber. In der Schule fliegen euch die Vokabeln nur so zu. Ihr lernt Mathe, Geige, Chinesisch in der 5-Minuten-Pause. Die Jungs hocken blödig in der letzten Bank, kleben Popel unters Pult und stinken wie ein Iltis unterm Arm. Wir sind von morgens bis abends aggressiv. Wegen zu viel Testosteron und der steten Sorge um den zu kurzen Pimmel. Ihr dagegen tanzt durchs Leben, lest Bücher und seht dabei auch noch besser aus, vor allem nackt. Gibt es auf der Welt irgendetwas Würdeloseres als den Anblick eines nackten Mannes, der sich in der Sauna nach den Badelatschen bückt? Ich meine, nein. Mann sein ist mühsam und einfach scheiße. Dieses ganze Rattenrennen für die Karriere, Burnout, Golf spielen. Und am Ende explodiert die Pumpe, weil man die ganze Packung Viagra auf einmal gefressen hat. Im Schnitt leben deutsche Frauen 6 Jahre länger. Die Frage ist nur, was zum Teufel macht ihr draus? Womit verbringt ihr eure Bonuszeit auf dem Planeten? Mit sinnlosem Quatsch. Wie Körperhygiene. Kerzen gießen oder als aufgespritzte Prada-Fregatte durch die Boutiquen segeln. Das kann's ja wohl nicht sein. Bei 50% weiblicher Bevölkerung liegen allein in Deutschland 240 Millionen Frauenjahre brach herum. Putzen wollt ihr ja auch nicht mehr. Wenn wir Frauen wären, mit geschenkten 6 Jahren on top, dann wäre die Welt aber ein besserer Ort. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber zum Frauentag wünsche ich mir eigentlich nur eins. Hört bitte auf zu jammern. In 1000 Jahren gehört euch der ganze Bums hier doch sowieso. Jedenfalls der kaputte Rest, den wir übrig lassen. Schüsselchen. Wischmeiers Logbuch der Bekloppten und Bescheuerten. Mädchenedition. Dietmar Wischmeier. So. Und jetzt noch ein Fall von wirklich überraschender Post. Schätzelein, ich habe Post gekriegt von der Stadt Sprockhövel. Was Gutes oder was Schlechtes? Das kann ich dir nicht erzählen, das musst du selber lesen. Hans-Werner Geiser traut seinen Augen nicht. Ich bin tot seit dem 10.01. Ja. Nee. Doch. Das war's von uns, meine Damen und Herren. Der Superwahlsonntag wird übrigens von unseren Heute-Show-Online-Kollegen live begleitet. Unbedingt reingucken. Jetzt kommt Aspekte. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss.